1. Die Zahl 1 ist die natürliche Zahl zwischen 0 und 2. Zahl ist ungerade, Zahl ist eine Quadratzahl und gleichzeitig eine Kubikzahl. Zahl 1 ist keine Primzahl, sondern der Teiler jeder natürlichen Zahl. 1 ist die kleinste der natürlichen Zahl, wenn man jetzt nicht die natürlichen Zahlen von 0 beginnen will. 1 ist die erste Ziffer im Dezimalsystem, wenn man von der 0 absieht. Und im Dualsystem ist 1 und 0 sind 1 und 0 die einzigen beiden Zahlen. 1 hat auch verschiedenste Bedeutungen. 1 wird in vielen Ländern als Schulnote verwendet für sehr gut. In Deutschland und Österreich ist 1 die beste Note und in der Schweiz ist 1 die schlechteste Note. 1 wird als Symbol für alles verwendet. 1 ist der Anfang, 1 ist Gott. 1 ist auch die Einheit Gottes. In dem ältesten jüdischen Gebet oder dem wichtigsten jüdischen Gebet wird gesagt, Adonai Echad, Gott ist 1. Im heiligen Lexikon wird gesagt, dass die Zahl des Einen, des Unteilbaren, eben die 1 ist, die Zahl für den Uranfang als die Grundzahl. 1 ist die Zahl, aus der alles geworden ist, Anfang jeder Zählung. Zahl der Einheit schlechthin. 1 ist noch keine echte Zahl, sondern damit ist Einheit auch die Zahl für das Göttliche an sich. 1 wird aber auch manchmal als Symbol der Individualität gesehen, denn 1 steht aufrecht und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem stehenden Menschen. 1 in der Hindu-Symbologie repräsentiert Nirguna Brahman, Brahman ohne ein zweites, ohne eine Form. Es heißt, dass Vedanta Kevala Advaita Vedanta die bedingungslose Einheit symbolisiert. Und so symbolisiert 1 die Einheit. Manchmal wird auch gesagt, 0 ist Nirguna Brahman, Brahman ohne Form, und 1 ist Saguna Brahman, also Brahman mit Form. Aus dieser 1 heraus kommt alles andere. So wird 1 auch die Zahl der kosmischen Seele genannt, die Zahl von Hiranyagarbha. 1 ist so der Schöpfer, der sich nachher manifestiert als die Dreiheit Brahma, Vishnu und Shiva. 1 ist die höchste göttliche Wirklichkeit jenseits der Reichweite von Sinnen und Geist. Einheit ist der Zustand, der in Samadhi verwirklicht werden kann. 1 symbolisiert die eine unendliche Wirklichkeit, 1 symbolisiert aber auch Atman, die individuelle Seele. Atman ist die 1, die hinter allem anderen ist. 1 ist die Essenz des Ewigen und des Unendlichen. 1 ist also die Einheit, 1 ist auch der Zustand der Nicht-Dualität, 1 ist auch die Einheit zwischen Brahman und Atman, dem Selbst und dem Nicht-Selbst.